Audio ist jetzt, wie du sie machen musst. Aber es ist tatsächlich passiert. Vita Sormal, 8 Buchstaben werden ersetzt durch Curacell. Andere 8 Buchstaben. Alles bleibt gleich. Gleiche Qualität, gleiche Person. Ich bin immer noch der Inhaber. Alles bleibt gleich. Der Flascheninhalt, alles bleibt gleich. Nur dieser eine Schriftzeug, Vita Sormal, wird gestrichen und wird durch Curacell ersetzt. Es wird sogar noch besser bei Curacell, denn jetzt kann ich endlich neue Produkte auch rausbringen. Warum ist das überhaupt alles so? Es gab einen Menschen, der hat meine Marke, so sage ich es, gestohlen. Er hat damals diesen Markennamen angemeldet. Ich hatte damals keine Ahnung, ich bin aber nur Biochemiker, habe irgendwas, habe mich eher auf die Qualität der Produkte und meine Studien und so weiter fokussiert. Und diese ganzen Sachen, diese rechtlichen Sachen, alles Mögliche, das lernst du einfach alles nicht in der Schule. Ja, denn ich glaube, das System will auch nicht, dass du großartig irgendwas, dann dein eigenes Ding machst auf jeden Fall. Nun ja, und auf jeden Fall hat dieser Mensch diese Marke angemeldet und fordert jetzt Geld von uns. Ich muss auch schon Geld zahlen, und denn ich diese Marke weiter nutzen möchte. Einfach so. Ich war bei vielen Anwälten und die waren völlig schockiert, denn dieser Mensch hat nicht nur Vita Sormal sich unter den Nagel gerissen. Anwälte nennen es böswillige Markenanmeldung, weil ich zuvor schon Produkte verkauft habe, zuvor schon die E-Mail-Adressen auch hatte, Konten hatte, zuvor schon die Internetseite hatte und wie gesagt Verkäufe stattgefunden haben über unseren Shop, ja, und die Facebook-Gruppe hatte und alles Mögliche, und dann die Markeneinladung von ihm quasi passiert ist. Von daher sagen 3 Anwälte, ich habe mich von 3 beraten lassen, allen Spitzenanwälten haben mir alle gesagt, weil waren völlig schockiert, dass er ebenfalls noch Rohvegan am Limit sich geklaut hat, die Seite, ja. Darunter kann ich auch nie Produkte jetzt rausbringen wegen ihm. Und fordert jetzt, wie gesagt, Geld, und die haben gesagt, ganz klar, böswillige Markenanmeldung, so sagen meine Anwälte, und meinten, dagegen kann man auf jeden Fall vorgehen, und das müsste ich mir überlegen, das zu tun. Das könnte Zeit in Anspruch nehmen, und da habe ich mir gedacht, nein, ich möchte keine Zeit mehr verlieren, ich melde einen neuen Namen an, weil ich fand Vita Sormal sowieso einen schlechten Namen. Vita Sormal, Vita gibt es über 2000 Mal in Deutschland, das ist nichts Besonderes mehr, und ich möchte mich, klar, liposomal formulieren, deshalb Sormal am Ende, aber das wird nicht nur mehr so sein, denn in diesem Jahr kommen Pflegeprodukte dazu. Natürlich auch ein bisschen liposomale Basis, aber ne, allgemein Pflegeprodukte, nachhaltige Produkte. Dann kommen Mahlzeitenersatzprodukte, die werden jetzt endlich alle in Auftrag gegeben. Ja, wir produzieren es ja in der Behindertenwerkstatt, das haben wir jetzt alles hingeliefert und solche Sachen aus abbaubaren Flaschen und gekeimte Saaten und Müslis auch in diesen Sachen und Riegel kommen auch. Und verschiedene Pulverprodukte kommen noch. Alles das wäre alles schon auf dem Markt, wenn dieser Mensch nicht gewesen wäre. Das ist sehr ärgerlich und das tut mir so leid für euch einfach, weil ihr davon hättet profitieren können. Das tut mir einfach wirklich in der Seele weh, dass es solche Menschen gibt. Aber deshalb haben wir einen Schlussstrich gezogen, neue Marke angemeldet, ist auch schon alles durch. Und starten damit jetzt, weil wenn wir das jetzt dagegen vorgegangen wären, hätte es jetzt eventuell ziehen können. Das wollten wir alles nicht. Wir wollten so schnell wie möglich die besten Produkte für euch auf den Markt bringen. Und das war uns das Wichtigste. Wie gesagt, alles, was mit Vita Sormal jetzt passiert, haben wir nichts mehr mit zu tun. Dieser Mensch ist, weiß ich nicht, was der damit vorhat. Ich könnte mir auch vorstellen, böswillige Sachen. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung, wie dieser Mensch funktioniert. Ist mir auch relativ, völlig egal eigentlich. Wir haben Schlussstrich gezogen. Ich bin froh, dass wir das Vita Sormal abgestoßen haben, denn wir sind nur mehr als somale Formulierungen jetzt bald mit unseren neuen Produkten ebenfalls. Und Curacell finde ich ist ein sehr viel schönerer Name. Curacell.de. Vita Sormal ist ebenfalls noch unsere Seite. Da findet ihr dann einen Weiterlinkungs-Link dann dementsprechend, ja, zu Curacell, falls ihr das nicht wisst, wie das geschrieben wird, wobei das hier unten angeblendet wird, ja. Von daher, das möchte ich euch nochmal gerne sagen. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich sie so gelöst habe. Und du hast nur ein Werkzeug in der Hand im Leben, und das ist immer die Liebe. Und wenn du das immer nur mit diesem Werkzeug alles machst, dann kommt auch immer nur dieses zurück. Und dann passiert dir auch nur Gutes. Denn Minus und Minus, Hass und Hass ergibt immer mehr. Das Plus halt noch, ja. Das, alles, was du da für Energie reinsteckst, das vermehrt sich halt. Von daher, lass es immer die Liebe. Abschließend, wenn du sagst, okay, hier ist eine Sackkasse, drehe ich mich um, mach was anderes. Das habe ich gemacht. Und in dem Fall sind wir sehr, sehr bald mit neuen Produkten für euch auf dem Markt. Früher Vita Sormal, jetzt Curacell. Ich bin sehr stolz auf diesen Namen. Ich finde ihn sogar noch besser. Dankeschön, Kira, übrigens. Der war nicht von mir, der Name. Der Name kam von Kira Zabe, eine Mitarbeiterin von mir. Und ja, dankeschön, dass du uns unterstützt auf jeden Fall, und seid gespannt, was dieses Jahr alles noch kommt von Curacell. Es kommen mega tolle Produkte. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren jeden Tag gearbeitet für euch. Jeden Tag an diesen Produkten. Und da freue ich mich so drauf, obwohl sie eigentlich schon online wären für euch, wenn dieser Mensch eigentlich da gewesen wäre und mir diesen Markennamen entbehrt hätte und mich jetzt um Geld,
zwingt, quasi das zu bezahlen oder indirekt zwingt, nein, nicht direkt zwingt, aber ja, wäre alles schon da gewesen. Nun ja, aber trotzdem schaue ich positiv in die Zukunft und ich weiß, dass ihr hinter mir steht. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ehrlich jetzt, ich meine das wirklich vom Herzen. Danke, dass du und du hinter mir stehst und mich immer unterstützt, egal was passiert. Und ich werde immer für euch da sein, solange ich lebe, solange mein Herz schlägt, werde ich euch Ratschläge zur Seite stehen. Und das ist mein Lebensinhalt und auch Produkte, die euch helfen könnten, alles Mögliche. Und ich denke, da machen wir bald eine gute Sache. Dankeschön fürs Zusehen. Danke für deine Loyalität, mein Freund. Danke fürs Dasein auf purazell.de. Wie geht das alles gleich? Bis dahin. Ciao.